Leute, ich bin's Conny und heute spielen Tani und ich zusammen Fortnite mit Hex. Los geht's! Ja, ja, check das aus, Leute. Wieso liegt da eine Krone in der Spawn-Lobby? Ich bin noch gar nicht in der Spawn-Lobby. Seit wann bist du vor mir in der Spawn-Lobby? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe eine Krone in der Spawn-Lobby gefunden. Ich habe gerade Angst, der Ladebildschirm ist voll lange bei mir. Jetzt bin ich drin. Okay, stabil. No-Scope 360. Keine Ahnung, was abging, aber ja gut. Daily Buggele, wie immer. Ich lande dann oben auf dem Schiff, weil wenn da andere Leute landen, dann müssen wir nur das Schiff für uns erobern und haben dann High Ground. Okay, ich lande unten und ich schaff's im Notfall irgendwie hoch auf das Schiff. Das passt. Okay, dann viel Erfolg. Dankeschön. Wir holen das so easy. Ich meine, mit Hex können wir nicht verlieren. Ja, stimmt. Leute, wichtig zu erwähnen, wir spielen mit Hex, deswegen wir können eigentlich nur gewinnen. Genau. So sei es gesagt. Okay, ich schaff's sogar ausnahmsweise mal auf dem Dach zu landen, in dem Haus, glaube ich. Na, ich schaffe es, auf dem Schiff zu landen. Ist hinter mir jemand? Ja, mit Abstand ist da jemand. Oh, doch, nicht ganz so viel Abstand. Okay, hier sind andere Leute auf dem Schiff. Soll ich hochkommen? Okay. Kommst du runter? Soll ich hochkommen? Meine Hacks funktionieren gerade nicht. Oh. Hab einen gedownt. Du gehört das. Ich glaub an dich. Siehst du mein Leid? Hinter mir ist jemand. Ich komm runter zu dir. Na, er hat mich down. Wo bist du? Ich weiß nicht, ob ich es zu dir schaffe. Warte, ich kann ja in der Zwischenzeit, der hat dich ja gefinisht. Kann ich dann doch ein bisschen was looten? Mich ein bisschen hochhealen? Hat gut funktioniert mit den Hex, vielleicht sollten wir doch zusammenbleiben. Ja, ja, besonders wenn Daily Buggle direkt am Anfang, wo das Schiff langfährt, ist, dann gehen da sehr, sehr viele Leute hin. Ja. Weil Daily Buggle hat den besten Loot, Leute. Loot, was man gesagt hat. Okay. Hey, jetzt wo es keine Spideys mehr gibt, hat Daily Buggle, glaube ich, nicht mehr den besten Loot. Es hat schon guten Loot, weil es halt einfach eine riesige Stadt ist. So. Ja, das stimmt. Also. Durchaus. Sehr gut gesagt, ja. Landet immer tilted. Dort bekommt ihr die meisten Kills. 20er KD. Ich schwöre, Leute. Leute, ich weiß nicht warum, aber meine Hacks, die haben nicht funktioniert. Meine auch nicht. Meine sind kurz ausgegangen, sorry. Der Typ in der Bahn hat gesagt, das funktioniert safe. Der Ehrenlose. Was ein Ehrenloser. Ich hab ihm sogar 2 Euro gegeben dafür. Ja. Okay, da oben ist meine Karte. Oh. So. Ihr habt deine Karte? Yeah. Okay, die Frage ist nur, ich kann dich jetzt noch nicht wiederbeleben. Ja, und da unten geht's gerade ab. Oh, den hast du. Ah, der Panzer hat zu mir gedreht. Leute, ich muss hier weg. Leute, gleich gibt's Boom Boom. Der hat Boom Boom gemacht. Hätte ich mal lieber mit der richtigen Sniper geschossen. Oh, na gut, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Zwei Panzer, oder? Zwei Panzer, das ist gefährlich. Ach was? Schwachsinn. Einfach ein bisschen C4. So ein Humbug. Leute, ich glaube, ich gehe raus aus Daily Buggle. Ich nehme den. Oh, ich habe keine Spideys. Ist das in der Zone? Ja, es ist in der Zone. Oh yeah. Es könnte sogar sein, dass die Zone nach Sleepy Sound rübergeht, wenn wir Glück haben. Deswegen. Vielleicht müssen wir ziemlich viel Glück haben. Ja. Aber wir haben immer viel Glück. Du musst es so sehen. Die andere Seite, dass es zu Lockjam, Lumberyard oder so rübergehen würde, wäre auch unwahrscheinlich. Deswegen, wenn es zu Shifty Shafts geht, könnte Sleepy Sound auch noch in der Zone sein. Na, ich war hier auf jeden Fall nicht alleine. Es gab andere Leute, die schon mal hier waren, Leute. Leute, mein neues Lieblingswort. Leute. Ich kann nicht mehr aufhören, das zu sagen. Das ist wie ein Ohrwurm. Ich weiß nicht mehr, wie man aufhört, Leute zu sagen. Das ist wie ein Ohrwurm. Einfach so Multitasking, Schild aufladen. Du hättest vielleicht ein bisschen warten können mit dem Schild. Nein, Multitasking, ich habe ja 2. Ich glaube, trotzdem wäre es smarter gewesen. Egal. Ich gehe jetzt aber zu... Hä, hatte ich Halluzinationen? Nee, da ist es. Ich geh zu dem Ding da. Bist du dem Ding? Wir gucken, ob da was drin ist. 18 Schild mal abgreifen können. Ja, hier sind so Schildfässer. Hier ist ein Werkzeugkoffer. Hier ist ein bisschen Schild. Oh, hier ist noch ein bisschen Saufpack. Saufpack, warte mal. Das nehme ich auch gerne. Mhm. Dankeschön. Dann gucken wir noch, was da ist. Leute, kann ich hier rüberklettern? Über den Stacheldraht? Ja, ich kann über Stacheldraht rüberklettern. Funktioniert einfach nicht, dieser Stacheldraht. Was ist das? Ah, jetzt kommt wieder so ein Story-Ding. Ah, okay. Ah, ne, es war nur du. Ich hab immer noch keine richtige Waffe. Ah, da hinten ist eine. Leute, da ist eine automatisch. Leute, hier ist noch so ein Mettnebel. Glühwürmchengläser. So viel Zeug, was ich gerne mitnehmen würde, aber man hat halt nicht unendlich viel Platz. Komm, ich mach das hier kaputt. Und ich glaube, ich sehe da hinten, das scheint sogar noch in der Zone zu sein. Saufpacks. Wir sind beide voll low eigentlich. Oh, noch ein Saufpack.
Ja, das war... Da sind einfach Saufpacks gespawnt oder so. Nee, ich hab die aus der Kiste genommen. Ah. Leute, da hinten ist ein Loot Drop. Lass den mal abschießen, Leute. Oh, ein Trank. Na, jetzt fällt er ins Meer. Tschüss. Du sollst ein bisschen auf die Zone gucken. Wir müssen in die Zone, Leute. Die Zone ist genau da, wo wir hin müssen. Also los geht's, Leute, komm mit. Ich bin, glaube ich, ganz woanders. Egal. Ja, ich geh erstmal in den Leuchtturm rein. Weil ich hab einen Battlebus gefunden. Battlebus! Den wollte ich schon immer mal fahren, aber die sind immer am Rand der Map. Aber wir sind ja jetzt am Rand der Map. Ja, aber hier ist leider doch kein Battlebus. Ah. Tut weh. Aber egal. Leute. Bewegen wir uns einfach mal in Richtung Zone. Boah, ich bin schon ein paar Mal eingefahren. Ich habe mal eine Runde mit dem Battlebus gewonnen. Ich bin einfach gegen die Leute gefahren. Ich habe noch nie den Battlebus gefahren. Ich wurde nur einmal von Leuten aus dem Battlebus raus abgeballert. Oh Gott, ich dachte gerade, die Reflexionen wären Gegner. Auf jeden Fall. Die Leute kamen halt so, das waren alles No-Skins. Und ich hatte so richtig das Gefühl, boah, einfach die Fortnite-Gang greift mich an. Die kamen im Battlebus, 3 Leute, und die hatten alle No-Skins. Ja. Das sah aus wie in so einem Trailer. Ja, das machen richtig viele, dass die alle No-Skins nehmen und dann mit dem Battlebus rumfahren. Das wäre auch passiert. Okay. Ja, und wenn du gegen die Fortnite-Gang spielst, hast du keine Chance. Ja, besonders, das sind alles No-Skins, aber die sind trotzdem Pros. Oh, da schießt jemand. Bei Drakes Haus? Ich glaube, wir sind bei Drakes Haus, oder? Ja, sind wir in der Nähe. Warte, die Steps sind über mir. Und ich dachte, ich hätte eine MP mitgenommen, aber nein, das ist diese schlechte Shotgun. Egal, ich bin da. Ich höre Steps aus der Richtung. Du hörst sie auch, oder? Ich glaube, der ist im Haus nebenan. Meine Steps, glaube ich. Ah, doch, jetzt höre ich sie auch, ja. Ja. Yeah. Yes. Hier, unter mir. Okay, den holen wir, Leute. Ich habe Hacks aktiviert. Okay, Hacks an. Ich hoffe, meine Shotgun, die macht jetzt mal was. Warum gibt es denn Fortnite-Häuser, in denen es keine Treppen gibt? Nur weil man bauen könnte. Ja, da ist er. Lass rein. Leute! Sir. Diese Shotgun ist so schlecht. So viele Shotgun-Schüsse. Hier ist bestimmt noch ein zweiter, pass auf. Ich habe keinen zweiten gehört. Echt nicht? Nö. Okay, ich höre auch keinen zweiten. Anscheinend. Ja. Oh, die Zone. Oh Gott. Achso. Wir sind aber in der Nähe. Leute, schnell rein in die Zone. In die Zone. Ich hab's gecallt. Die Zone geht zu Shifty Shafts. Mhm. Also hier könnte jetzt auch mal ein Auto am Rand stehen, ne? Ja, schon so. Oder ein paar Spideys. Wieso nicht? Ja. Okay. Oh, Spider-Man-Netze. Aber leider gibt es die Spideys nicht mehr überall, wo Spider-Man-Netze sind. Die armen Spideys. Hab ich noch nie in einem Video gesagt, deswegen sage ich es jetzt mal in einem Video. Ich habe extra in meinem Zelt Spideys abgelegt, für den Fall, dass die Spideys weg sind. Und jetzt, wo die Spideys weg sind, ist das mein Zelt leer. Oh. Meinst du, wenn Spideys zurückkommen und ich ins Zelt nichts reingelegt habe, bis dahin sind da wieder Spideys drin? Please. Stell vor, du hättest die behalten und du hättest noch so eine Runde Spideys spielen können. Okay, den haben wir. Ich sehe nichts mehr, weil du bist vor mir. Yep, sorry. Kein Problem. Oh, ich hab ein paar Schüsse. Ey, ich kassiere mies. Okay, er ist tot. Er ist down. Aber er hatte doch noch einen Homie, oder sind die anderen auch down jetzt? Ich werd mies abgeschossen von dort. Ich geh ins Haus rein. Deckung. Oh, das sind zwei. Komm ran. Okay. Erstmal erholen wir uns wieder. Ja, okay, Leute, wieder raus. Jo. Ich glaube, die pushen uns. So sollen sie machen. Zum Glück haben wir etwas Leute, dran, Leute, wo sind die? Sieht, was man hört. Da rechts. Nämlich. Oh, die looten den anderen. Oh, ich werde angeschossen. Hab ihn Hits gedrückt. Ich hab kassiert. Ich muss in den Nahkampf gehen, weil ich hab... Ich auch. Ich hab nur Waffen für einen absoluten Nahkampf oder für einen absoluten Fernkampf. Hab einen, aber bin sehr, sehr low. Ja. Werden wir doch von woanders angeschossen? Oh, von hinten. Ja, ich hab's gemerkt. Leute. Ah, meine Waffe war leer. Diese Shotgun. Das war der Fehler der Runde. Ich hatte eine MP und ich dachte, das wird jetzt diese noch krassere, dieses Kampfgewehr. Aber nein, es war diese schlechte Shotgun, die so schnell schießt. Schade. Leute, die Hex haben versagt. Noch eine Runde, komm. Leute, diesmal mit Hex, ich schwöre. Diesmal mit Hex, Leute. Diesmal mit Spideys zurückhacken. Leute, ich schwöre, der Typ auf dem Bahnhofsklo, der hat mir gesagt, ich kann damit Spideys wieder haben mit dem Hex. Ja, ich habe nur 2 Euro bezahlt. 2 Euro. Warte, wir gucken jetzt erstmal Zone. Jetzt können wir Daily Bugle gehen. Ja, perfekt. Leute, ich springe jetzt raus. Ich hab vergessen, mich beim Busfahrer zu bedanken. Das heißt, die Hacks funktionieren nicht richtig. Nein, Leute, wir haben keine Hacks diese Runde. Wir müssen diese Runde mit Skills gewinnen. Oh, das wird hart. Fortnite, aber nur mit Skills spielen Challenge. Oh Gott, da ist jemand schon am Fallschirm richtig
richtig weit vorne. Und die, da fliegen mindestens 1, 2, 3 Leute zu Daily Boogaloo. Okay, lass beide auf das Schiff gehen dann. Ja, aber die Leute, die ich eben gesehen habe, sind vielleicht auch über Daily Boogaloo hinweggeflogen. Ich habe sie aus den Augen verloren. Ich weiß nicht. Wir sollten aufpassen. Ja, sollten wir auf jeden Fall. In dem Schiff sind auf jeden Fall mal 2 Bots. Ja, das ist das sowieso. Ich habe aber nie mehr gesehen. Von den Bots. Ich auch. Ich bin eigentlich in der Nähe von dir. Also. Ah, hier ist ein Bot. Okay, hab einen. Tja, Bot, was willst du jetzt machen, Bro? Ja. Was willst du machen? Warte, ich hol mir kurz Muni. Ich hab deine Weil ich höre Steps aus einer Richtung, aus der kein Bot kommen sollte, und zwar von dort. Da kam doch ein Bot. Schon. Alles klar. Ich dachte, der Bot wäre auf der anderen Seite des Schiffs. Alles gut. Haben die Bots irgendwas Nices gedroppt? Der hier nicht. Ja. Und den anderen hast du ja verschleppt. Ja, stimmt. Gut, wir looten jetzt das Schiff. Wie viel Erfahrung hast du damit, dieses Schiff zu looten? Wenig. Okay. Also es gibt, an sich gibt es auf dem Schiff guten Loot, aber du musst halt wirklich das ganze Schiff durchforsten. Genau, und es ist halt riesig. Ja. Deswegen, Victor sagt immer, ja, Schiff voll guter Loot, aber das ist halt das Problem. Es dauert lange und Daily Boogaloo ist nicht immer in der Zone, deswegen ist es ein bisschen problematisch. Ist Daily Boogaloo in der... Ja, jetzt ist es in der Zone, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, ich sehe schon, du bist von hier gekommen, aber du warst bestimmt nicht hier unten. Ja. Leute, ich zeige euch jetzt die Spots auf dem Schiff. Die Spots, Leute. Die Snuts. Die Snuts, Leute. Leute, aber habt ihr schon den Kanal abonniert? Nein, oh, du musst mir helfen. Wo, bist du tot? Ich bin aus Versehen runtergefallen. Aus Versehen? Sowas macht man nur mit Absicht. Ich wollte gucken, ob da vielleicht ein Spidey-Netz ist, wo ich drauf springen kann. Dann bin ich aber runtergefallen. Ich muss kurz nachladen. Ist das ein Bot, oder? Ja, ja, hier sind überall Bots. Ich muss jetzt gegen die ganzen Bots kämpfen. Vielleicht sollst du aber zu mir kommen. Wie soll ich zu dir kommen, wenn du zwischen den Bots... Also, du bist ein bisschen weit zurückgegangen. Ja. Weil die Bots werden mich jetzt rushen, also brauche ich als allererstes mal Deckung. Ich hab nur auf 20 Leben. Ja, ja, geh ins Haus. Oh nein! Warum haben die ausgerechnet diese Wand jetzt aufgeschossen? Passt schon, passt schon, passt schon. Ja, 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 ja. Okay, okay. Hä, hey, meine Schüsse kommen nicht an, jetzt, endlich. Bitte, ich auch, oh, Tani, ich bin auch low. Oh, oh, sorry, oh, aber da hinten ist doch ein Schild. Ja. Ja, das ist ein Schild. Okay, okay, ich höre Schüsse, die nicht von Bots kommen. Wollen wir einfach erstmal ins Haus reingehen, ein bisschen looten? Ja, wir looten jetzt weiter. Weil ist sehr, sehr viel Loot. Okay. Lieber dir jetzt eine Pumpgun. Metspray. Trommel, Schrotflinte, die will ich nicht haben, okay. Ja. Oh Gott, ich hätte fast Charlie angedingst. Ey, Charlie, wie geht's? Wer ist Charlie? Oh, ich kann mir ein Boom-Scharfschützengewehr von den holen. Charlie ist ein freundlicher Bot, aber wenn du den angreifst, dann gibt's Stress. Gut, was kann diese Waffe? Das schauen wir uns jetzt mal an. XVV ist es. Scharfschützengewehr mit Kugeln, die kurz nach dem Auftreten explodieren. Das gefällt mir. Oh, das ist super. Ist wie ein Panzer, aber... Ist wie ein Panzer. Nicht ganz so krass. Ist wie ein Panzer. Übrigens, wollen wir mit dem Panzer in die Zone fahren? Ja, müssen wir ja wohl. Ich hole jetzt noch ein bisschen Muni. Komm mal ran. Weil Muni sollte ihm niemals ausgehen. Ich warte im Panzer auf dich. Ja. Habe ich jetzt endlich Infrarot? Nein, schon wieder Ranger. Ich hoffe immer noch darauf, dass ich in einer der Kisten jetzt Infrarot finde. Trommelschrotflinte, so ein Müll. Oh, da ist jemand. Ah, okay, hier. Ich komme. Hier. Warte, ich komme! Ich schieß mal auf ihn. Charlie! Hab ihn 120er halt gedrückt. Nice. Hab ihn 35er gehabt noch. Okay, lass zu ihm fahren. Warte, komm, ich bin noch nicht da. Oh, ich wurde gerade angeschossen von hinten. Das ist kritisch. Du musst aufpassen. Lass einfach zu dem fahren. Ah, ich sehe den, der dich angeschossen hat. Egal, lass er mal weg. Okay. Ich habe ihn nur Angst gemacht. Ist er in dem Haus? Markier mal. Ich schieß random rauf, weil ich nicht sehe. Willst du mich da einfach durchfahren? Da ist er. Können wir ihn überfahren? Überfahren. Nein, die Treppen kann auch nicht umfahren. Oh, ich habe 2 50er-Hits gedrückt. Er ist low. Er ist sehr low. Du musst nur einen Hit drücken. Schieß tiefer, wenn du kannst. Okay. Wir überfahren ihn. Oh, er ist weg. Was ein epischer Kill. So. Oh, die haben auch einen Panzer. Ja, ich weiß, deswegen schieße ich auf die... Er ist...
Oh, ich wurde gesniped, Von dem Haus. Schieß auf das Haus da, bitte. Oh, das Haus. Fahr bitte weiter, ich möchte nicht auf dem offenen Feld stehen, weil ich bin eine Zielscheibe hier drauf. Unser Treibstoff ist gleich alle, also müssen wir gleich aussteigen und so weiter. Da ist jemand. Direkt vor uns. Ich steig aus. Ist er down? Er ist in den Panzer gegangen. Er ist down. Hilfe, direkt vor mir. Oh, hol ihn dir. Hol ihn dir, Tiger. Ja, rechts weg. Okay, ich bin in der Zone. Nice. Boah, das war kritisch, die Situation. Das war wirklich so kritisch. Boah. Ah, hätte den Sniper-Schuss nicht getroffen, dann wäre ich gar nicht gedownt gewesen. Okay, die haben aber richtig viel Stuff. Okay. Au! Wow. Sniper. Ah, Dreck, Sniper. Soll nicht hochheben, nee, erst wenn wir in Deckung sind. Oh, die finishen mich ehrenlos. Ah, nee, nimm dir die Boom-Sniper mit, wenn du kannst. Ah, 14 Leben. Oh, der hatte irgendein krasses... Ja, der hatte krassere Hacks als wir. Der hatte krassere Hacks als wir, Leute. Wollen wir noch eine Runde für die Aufnahme spielen? Das reicht mit dem Video. Aber wenn ihr gerne noch die anderen Runden sehen wollt, dann schaut bei Tani vorbei. Bei dem kommt das Video mit den weiteren Runden. Er ist in der Endcard und in der Videobeschreibung verlinkt. Ich gehe aber erstmal zurück zur Lobby und würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert unsere Kanäle. Bis dann und ciao! Ciao!